Hallo und herzlich willkommen bei Stimme von Fortgeschrittener. Diesmal zum Thema Rasentraktor ein neues Video, um genau zu sein, Rasentraktor stilllegen bzw. überwintern. Ich habe gedacht, weil die Rasentraktor-Videos irgendwie ziemlich gut auf dem Kanal ankommen, also für meine Verhältnisse, habe ich gedacht, ich mache mal dieses Video. Das ist im Grunde genommen keine große Sache. Es gibt eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte. Batterie raus. Genau, also die sollte raus, die sollte geladen werden. Also raus, einmal laden. Und dann stellt er die in den Schrank oder irgendwo hin, wo sie halt stehen kann, wo sie die ganze Zeit. Wichtig ist, also das ist jetzt eine Gelbatterie, die wird alle 3 Monate geladen. Also zumindest so, wie ich es immer mache. Ich weiß eh nicht, ob das alles richtig ist, was ich ja so mache. Ich mache es einfach so und bis jetzt, sag mal, ist noch nichts kaputt gegangen. Also Gelbatterie alle 3 Monate laden. Nasszelle. Jeden Monat, einmal im Monat, genau. Wie kriege ich raus, was ich habe? Er nimmt das Ding, schüttelt die, wenn sie spappert, also wenn es drin plätschert, dann ist es eine Nasszelle, dann dürft ihr die einmal im Monat laden. Wenn sie nicht spappert, dann ist es wahrscheinlich eine Gelbatterie oder eine, wie heißt das, Glasmatrix, Batterie, wie auch immer, die dann, da reicht es einmal, alle 3 Monate die zu laden. Genau. Das ist das Wichtigste, was ihr machen solltet. Ansonsten, was ich noch mache, ist, ich lasse immer den Sprit ab, also ich spüle ihn zurück in den Kanister, dass der komplett leer steht. Ist nicht zwingend notwendig, aber ich mache es halt. Ansonsten fahre ich den auch immer raus und lasse den leer tuckern, dass der wirklich ausgeht und nicht mehr anspringt. Dass wirklich alles an Sprit aus dem Vergaser raus ist und der leer ist. Eigentlich muss man das nicht machen, weil das Viertaktmotoren sind, also vorausgesetzt natürlich, man hat einen Viertakt-Rasentraktor, also Rasentraktor mit Viertaktmotor. Eigentlich muss man es nicht machen, weil im Viertakt, also Benzin ohne Öl, was das ja dann ist beim Viertakter, das verharzt nicht. Also das ist jetzt nicht wie beim Zweitakter, dass da Öl mit zugemischt ist, was sich dann verkleben, verklumpen kann, was den Vergaser zusetzen kann, dann springt er nicht mehr an. Nee, gibt es bei dem nicht. Deswegen muss man es eigentlich nicht machen. Warum mache ich es trotzdem? Ganz einfach, weil der Sprit die Zündfähigkeit verlieren kann und dann geht er vielleicht schlechter an und es kann passieren, dass man Sprit rauslassen muss. Und also, ja, ich meine, Schneefräse oben zum Beispiel, da mache ich jetzt den Sprit auch nicht raus, aber das liegt daran, dass die einen Metalltank hat und Metalltank. Sollte man Sprit drinnen machen lassen, weil sonst der Tank rostet. Zumindest meiner Erfahrung nach. Genau. Eine Sache noch, falls ihr, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber falls ihr einen Dieselrasentraktor habt, auf gar keinen Fall den Sprit ablassen, also den Diesel rauslassen. Wenn da nämlich Luft im System ist, dürft ihr den zum Entlüften schaffen. Das könnt ihr nicht selber machen. Also zumindest, also ich könnte es, ich wüsste, was ich mache, aber machen muss, aber im Normalfall kann man das nicht selber machen. Genau. Also Diesel beim Diesel drinnen lassen. Haben wir hier nicht, deswegen habe ich das so gemacht. Ansonsten geht man einmal noch rum, guckt, ob bei dem Rasentraktor irgendwas aufgefallen ist, ruft sich nochmal so in Erinnerung, wo gab es Probleme in der Saison. Bei mir ist zum Beispiel das Rad hier drüben, also auf der rechten Seite, das verliert Luft. Das heißt, da muss ich was machen, da muss ich nachbessern. Ansonsten bocke ich den nachher dann nochmal auf. Brauche ich aber nicht im Video zeigen. Geht einfach nur darum, dass man die Keilriemen, dass man sich die Keilriemen mal anguckt, dass man sich das Schneidwerk anguckt. Vielleicht müssen ja die Messer mal nachgeschärft werden. Vielleicht braucht man einen neuen Keilriemen, weil der irgendwie angegangen ist. Vielleicht ist auch irgendein Lager oder sowas, ist schwergängig, was ersetzt werden muss. Solche Sachen. Aber das ist dann weniger Stilllegen, das ist dann halt schon Wartung, sage ich jetzt mal. Aber ja, sowas guckt man. Genau. Das ist so das, was ich mache. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich mache es halt immer so und bis jetzt hat er ganz gut überlebt, sage ich mal. Und meine ganzen anderen Spielereien und so, die leben halt auch alle noch. Und da gehe ich mal davon aus, dass das alles so passt. Genau. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt und ja, hoffe mal auch ein bisschen was gesagt. Dann will ich das Video auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch gefällt das Video. Wenn es euch gefällt, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es mit dem Java-Projekt weitergeht oder was mit diesem lustigen Gefährt hier noch passiert. Genau. Also Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke und das ganze YouTube-Geraffel. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts vergessen.
Und ja, dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein.